sollte auch machbar sein, bevor es dann zum großen Schlager kommt gegen die Salzburger. Jetzt fehlt schon der letzte Nachdruck in den Aktionen beim Rapid. Zucke Barisic wirft einen weiteren Spieler rein in dieses schöne Erlebnis heute. Tristan Grauwatz wird kommen für Dominik Widra. Er hat ein paar ganz hübsche Distanzschüsse heute im Köcher. Ansonsten relativ souverän seine Arbeit gemacht neben Stefan Schwab in der defensiven Mittelfeldzentrale. Gestern 22 Jahre jung geworden, Srdjan Grahovac. Der bosnische U21-Teamspieler, ja sogar Kapitän dort, 10 Minuten mit dabei, um sich die Siegesprämie abzuholen. Und wenn wir schon vorausblicken auf den morgigen Tag, wenn die Salzburger dort ihr Spiel siegreich gestalten gegen die Wiener Austria, sind sie dann wieder der Tabellenführer aufgrund des besseren Torverhältnisses. Da hat Silvio einfach nicht mitgedacht und mitgemacht. Novota mit Mario Sonnleitner. Ich denke, die Fans haben noch ein bisschen Gusto auf ein weiteres offensives Glanzstück ihrer Mannschaft. Der kommt noch für Kainz. Ecke, ja. Ein kleiner Rempler mit dabei gewesen von Grozurek. Gleich wird auf beiden Seiten gewechselt, aber dazu später. Zunächst widmen wir uns der Ecke von Steffen Hofmann und der Fangübung von Alexander Kofler.
Schul. Silvio, ja, dann konnte er wieder nicht anspielen. War wieder im Abseits. Dafür macht Palla mit. Standfest. Grauenhaft. Zu Ende gespielt. Oder eben nicht zu Ende gespielt. Dieser Angriff des WRC. Hofmann hat eine abbekommen, aber nicht weiter schlimm. Sie müssen noch ein bisschen warten. Roland Puce und Philipp Prosenik. Es war auch nicht sein Spiel, Silvio. Viele technische Mängel. Keine Durchschlagskraft. Die meisten wichtigen Zweikämpfe verloren. Aber das kommt halt auch mal vor. Auch seine Kollegen haben es nicht viel besser gemacht an diesem Tag im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Das sollte einfach nicht sein. Roland Puce. Zweifel auf Genuss, sie auch noch mitspielen zu müssen. Und der Doppelpacker wird jetzt laut verabschiedet. Ist angekommen im Rapid-Fanherz. Fitte Einwechslung für Philipp Prosenik. Der nächste Fall im Strafraum, aber Dieter Buckenhammer hat heute wenig Lust zu pfeifen. Einmal wohl zu Unrecht, wenn wir da nochmal zurückdenken. Da stand es 0:0. Elfer für den WRC, wer weiß. Ja, dieser Steffen Hofmann, der wirkt wieder sehr fit. Fit genug für 90 Minuten. Das soll ja nicht immer so gewesen sein in dieser Saison. Das ist wieder zu wenig für mich, um zu pfeifen. Dieter Buckenhammer, der ein guter Spielleiter ist, der eben fast alles richtig gesehen hat und diese Aktion mit Manuel Kirche, die konnte er fast nicht richtig bewerten. Stand doch ein paar Meter weit weg. Diesen leichten Kontakt, das war nicht auszumachen in der Realsituation. Zeitlupen für Schiris gibt es noch nicht. Und nach diesem Abflug, diesem theatralischen, war man wohl der Meinung, das kann kein Foul gewesen sein. Also da möchte ich Buckenhammer gar keinen Vorwurf machen. Ui, aber jetzt Novota. Hätte auch festhalten können. Ist aber nichts passiert. Noch nicht. Ecke gibt's. Weber, der hier zum Abschluss kommt. Novota. Und dann setzt Ball auf nach. Sonnleitner macht alles wieder gut. Gibt's noch das Ehrentor für den WRC? So nicht. Und wir bewegen uns gleich rein in die 90. Minute. Ui. Das nennt man wohl gefährliches Spiel. Das weiß Hofmann selbst. Hat sich dann gleich entschuldigt bei Puce. Also liebe Zuseher, es kommt noch einiges heute auf Sie zu, wenn Sie es nicht ohnehin schon wissen. Im Anschluss die Dreierkonferenz
mit einigen interessanten Themen, die heute noch zu bearbeiten sind. Vielleicht das Top-Thema, die Trainerfrage bei Sturm rund um Darko Milanic. Es war ein ordentliches Spiel von Rapid in der ersten Hälfte. Es war ein sehr gutes von Rapid in der zweiten Hälfte. In Summe eine starke Leistung. Und ein weiterer ungefährdeter Erfolg. 5-1 gegen Wiener Neustadt. 3-0 jetzt gegen den WRC. Das Spiel hat es ja noch ein 2-0 gegen König gegeben, also 3 Siege in Folge. Das kann sich sehen lassen. Die Bilanz von Didi Kübauer insgesamt ist ja natürlich noch immer fabulös. Wird jetzt wohl ein bisschen getrübt. Aber, mein Gott, 21 Punkte für den WRC nach 9 Runden. Das ist immer noch Wahnsinn für diesen Verein. Das ist sensationell. Rapid wird bei 15 Punkten halten, das ist nicht sensationell, aber der Trend zeigt klar nach oben. Auch der Tortrend, die Mannschaft trifft wieder, auch weil Beric trifft, der also zwei Doppelpacks in Folge schnüren konnte. Samstag dann für die Gebauer mit der WRC gegen den Nexus, gegen die Admira. Das Programm für Rapid haben wir schon besprochen. Cup gegen Wallern, dann die Salzburger, dann das Auswärtsspiel in Ried. Kofler muss hin. Knapp 2 Minuten noch. Das schaut schon sehr entspannt aus, so die Barisic. Werden vielleicht wieder weniger Leute nach Didi Kübauer rufen für Rapid als Trainer. Und so wird der Lebenssinn hier besungen im Happel-Oval. Fans. Und es waren wieder sehr schöne Tore. Das 1-0 wunderbar eingeleitet von Thomas Schrammel, hervorragend vorbereitet von Florian Kainz, lässig abgeschlossen von Beric, der das zweite Tor auch ganz stark gemacht hat. Das war mehr eine Einzelleistung. Und dann der Zuckerguss. Das Tor von Florian Kainz. Der Ferse. Beric hat es eingeleitet. Schobesberger ideal assistiert. Ein starker Hofmann. Vielleicht doch noch ein Tor. Als Abschluss kurz zurück. Jetzt geblockt. SV Wallern gegen Rapid. Dritteldorfer in Hälfte 1. Von rechts nach links.
Hofmann auf Schrammel, der heute wieder auf der linken Seite zum Einsatz kommt. Am Wochenende war er in der Meisterschaft noch auf der rechten Außenverteidigerposition. Das ist Jakob Kallinger, der hat am Freitag gegen Klagenfurt sein erstes Tor für den SV Waldern erzielt. Also noch einmal Selbstvertrauen getankt. Foulspiel von Kirschner an Florian Kainz. Schoisberger kann sich nicht durchsetzen, aber es gibt den ersten Eckball für Rapid. Für Schoisberger ja eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, hat er hier bei Pasching gespielt und unter anderem auch Rapid damals aus dem Cup geworfen im Jahr 2013. So, Schaub. Erste brenzlige Situation im Strafraum der Oberösterreicher. Keins beim Einwurf, hat ein wunderschönes Tor erzielt am Wochenende gegen den WRC mit der Ferse. Schrammel. Und neuer Spielaufbau bei den Hütteldorfern. Grauwatz auf Dibon. Nächster Freistoß für Rapid. Spiel von Danicic. Klare Sache, hat sein Gegenspieler hier weggestoßen. Munoz, der Spanier, Legionär bei den Oberösterreichern. Erste Offensivaktion vom SV Waldern. Aber ist gleich im Ansatz der Stickzeitchance für die Rapidler über Schrammel. Der setzt gleich keins ein. Na, Ball kommt nicht zu Prosenik, hat Voriszek sehr gut aufgepasst. Der Ruhepol in der Abwehr der Oberösterreicher. Hier haben wir Philipp Prosenik, wie gesagt zum ersten Mal von Anpfiff an, heute dabei. Schaub bleibt hängen, Petzos, nächster Versuch über die Seite, Schrammel. Aber kein Problem für Waldern Schlussmann, Dandic. Von Dandic hat hier keinen Abnehmer gefunden. Schau mal, der ist am Sonntag im Schlager gegen Salzburg gesperrt. Muss also nicht geschont werden. Hofmann. Sein Ball findet keinen Abnehmer. Hartl-Kobert direkt auf Grauwatz. Wieder auf Kainz. In der Anfangsphase geht sehr viel über links bei den Rapidlern. Kainz. Schönes Zusammenspiel. Kainz wieder zurück auf Grauwatz. Wo ist die Lücke?
in der Abwehr der Oberösterreicher. Momentan steht der SV Wallern in der Defensive sehr gut, macht die Räume sehr eng, aber anders kann es ja hier nicht funktionieren gegen den Rekordmeister. Gut stehen, lange den Null halten und dann schauen, was passiert, so lautet die Devise für die Gschneidner-Elf. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Platz für Keins. Schöne Weitergabe von Prosenik. Der Ball kommt zu Schrammel. Und jetzt erst können die Oberösterreicher die Situation klären. Und es gibt Abstoß. Und noch einmal Keins. Schönes Ferscherl von Philipp Prosenik. Ja, der SV Wallern spielt eben in der Regionalliga Mitte. Während wir hier sehen, dass einige unserer Zuschauer auf der Homepage dem SV Wallern durchaus etwas zutrauen hier. 2007 stieg Wallern durch eine Kooperation mit dem SV Pasching freiwillig in die letzte Klasse ab. Pasching nahm Wallerns Platz in der 5. Liga ein. Und Wallern bekam für den freiwilligen Abstieg eine finanzielle Entschädigung. Diese wurde gut investiert in gute Spieler und ja, somit schaffte Wallern 5-mal in Folge den Aufstieg. Das ist ein Rekord in Österreich. Das gelang bisher keinem anderen heimischen Verein. Und seit 2012, 2013 spielt der SV Wallern eben in der Regionalliga Mitte. Ja, verunglückter Abschlag. Voracek versucht wieder Ruhe jetzt in das Spiel zu bekommen. So, Heidacher. Ja, mit der ersten Offensivaktion für den SV Wallern. Markovic. Ja, und die Reingabe, die war verunglückt. Von Jakob Kallinger, aber zumindest die Oberösterreicher trauen sich etwas im Spiel nach vorne. War nicht schlechte Hereingabe, auf gedacht für Munoz. Die Oberösterreicher müssen noch ein bisschen die Nervosität, die sicher bei einigen jungen Spielern vorhanden ist, ablegen in dieser Anfangsphase, den Respekt ein bisschen verlieren. Sehr viel geht momentan über den Ex-Grazer. Maximilian Hoffmann. Naja, Missverständnis hier mit Petzos. Es gibt Freistoß für die Mannschaft von Harald Schneidner. Abraham. Schöne technische Einlage hier von Munoz. Abraham hat letztes Jahr mit dem SV Horn gegen Red Bull Salzburg im Halbfinale gespielt. 7:0 verloren. So, jetzt vielleicht eine Möglichkeit für Rapid. Prosenik, aber abseits. Richtig gesehen. Ja,
zwei Tore hat er erzielt, Philipp Rosenig, bei den Amateuren, während wir hier die Prominente aus Salzburg, der Hütteldorfer, sehen. Hoffmann und auch Nowotner natürlich. Robert Beric nicht dabei, hat in den letzten beiden Partien jeweils einen Doppelpack erzielt, daneben Sonnleitner und Schwab. Sie alle werden geschont natürlich für das Spiel, für den Schlager gegen Red Bull Salzburg. In dem Rapid ja gleichziehen könnte mit den Salzburgern, punktemäßig mit einem Sieg daheim. Aber zuerst heißt es hier mal, in die nächste Cup-Runde einzuziehen. Rosenig, das nächste Ferschall von ihm. Technisch guter Spieler. Philipp Rosenig war in der Jugend bei Chelsea und auch Milan unter Vertrag, hat aber sich da nicht durchsetzen können und ist seit 2013 bei Rapid gelandet. So, interessante Freistoßposition jetzt für Rapid. Petzos. Auch ein Spezialist für ruhende Bälle, der Grieche. Ja, und er war nicht ungefährlich, der Freistoß von Petzos. 12 Minuten gespielt und die gefährlichste Aktion bisher der Hütteldorfer. Gut angetragen, dieser Freistoß von Petzos, der seit dem Rückspiel, Europa League Rückspiel gegen Helsinki, seinen Stammplatz verloren hat bei den Hütteldorfern und eben heute wieder seine Chance hier von Anfang an bekommt. Abraham. Foul von Krahovac an Abraham. Wechselpass auf Schramme. Wieder im Zusammenspiel mit Keins. Ja, den Ball kann Florian Keins nicht annehmen. Wallan steht noch sehr tief, natürlich. Versucht die Räume ganz eng zu machen. Bissig in den Zweikämpfen. Das ist keine Viererkette bei Wallan, wir werden es gleich sehen. Du bist gleich ein Spiel mit einer Fünferkette. Und da wollen sich die Hütteldorfer irgendwie durchkombinieren. Momentan klappt es nicht wirklich. Keins gedacht für Brosenik. Morischek, der klare Chef im Spiel vom SV Wallern, ist auch Co-Trainer. Schobisberger. Guter Ball für Brosenik. Nächste gute Möglichkeit. Kein Abseits, wir sehen, Brosenig kommt hier nicht wirklich gut zum Ball. Gute Reingabe von Schobisberger, der auch gegen den BRC das Tor von Keins aufgelegt hat.
Sobot zurück auf Dandic. Ein riskanter Rückpass war das. Das war sehr offensichtlich. Munoz auf Kirschner. Gut gelöst von Schramme. Ja, der SV Wallern ist ein klassischer Ausbildungsverein. Das spricht natürlich für die Arbeit im Verein. Aber 13 Spieler haben den Club im Sommer für höhere Aufgaben verlassen. So, jetzt vielleicht die Möglichkeit, Munoz. Spieler haben den Verein verlassen, 11 sind neu gekommen, also kompletter Umbruch bei den Oberösterreichern im Sommer und daher ist das Ziel sehr bescheiden, nämlich nur der Klassenerhalt. So, gute Möglichkeit jetzt vielleicht, aber Handspiel war das. Richtige Entscheidung, Schaub. Hat sich ein bisschen mit der Hand geholfen, wir werden es gleich nochmal sehen, Keins. Ja, da hat man sich gut erkennen können, jetzt vielleicht ist ein Handspiel. So, jetzt die Möglichkeit für Louis Schaub. Sein Schuss abgeblockt. Munoz, aber der ist oft alleine gegen 3-4 Rapidler. Cool aufgepasst von Grauwarz. Hat er den Pass über Nasat. Kirschner. Schnettner, der Trainer vom SV Wallern. Ein Länderspiel hat er übrigens gemacht, und zwar 1991 in der EM-Qualifikation gegen Dänemark und hat eine gemeinsame Vergangenheit mit Rapid-Trainer Zoran Barisic, denn sie haben gemeinsam 1997 beim FC Linz gespielt. Der Trainer, der Hütteldorfer Zoran Barisic, seit April 2013 im Amt. So, Schramme. Auf Schaub, gut aufgepasst von Voriszek. Ja, klares Foulspiel hier vom Spanier gegen Grahovac. Bei Standards ist Rapid in der laufenden Saison noch momentan noch sehr ungefährlich. Erst 2 Treffer nach runden Bällen in der Liga. Das ist der Tiefstwert in der heimischen Bundesliga. Vielleicht jetzt Petzos. Leichte Beute für Dandic. Kontrolliert das Spiel hier ganz klar. Auch wenn das jetzt ein Fehlpass auf Keins war, bestimmt durch viel Ballbesitz, den Spielrhythmus, aber so richtig viele Chancen konnten sich die Hütteldorfer bei den natürlich sehr defensiv orientierten Oberösterreichern noch nicht herausspielen. Dibon. Thank you.
nächstes Missverständnis in der Offensive der Rapidler. Ja, wirklich viele Rapid-Fans haben hier den Weg nach Pasching gefunden. Ins Paschinger Waldstadion. Petzos. Ja, verliert sofort den Ball. So, jetzt vielleicht Heidacher gegen Babelic. Kommt aber nicht vorbei. Und es gibt Abstoß für die Hütteldorfer. In Runde 1 musste, in der ersten Runde des ÖFB Samsung Cups, musste Rapid eine Sonderschicht einlegen gegen Amstetten. Erst in der Verlängerung, in der 116. Minute, hat Bibon die Rapid-Fans erlöst mit dem 1:0-Siegtreffer. Cool aufgepasst von Haselgruber jetzt. Vielleicht eine Kontermöglichkeit, Kirschner. Aber zu ungenau sein Zuspiel auf Munoz. Schau mal, den Ball kann er nicht mehr vor der Auslinie retten. Ja, Hinde zeigt Munoz an, so hätte ich ihn gebraucht. Kosenik im Laufduell mit Haselgruber. Hilft sich hier mit den Händen. Zeigt, ich habe nichts gemacht, aber stoßt hier gegen seinen Gegenspieler leicht weg. Gibt Freistoß für den SV Wallach. Der Dauerbrenner bei den Hütteldorfern ist jetzt der einzige Spieler, der wirklich jede Minute bis jetzt, jede Pflichtspielminute heuer am Platz war in der laufenden Saison. Heidacher, ein Tor hat er erzielt gegen Rapid im Sommer in der Vorbereitung mit der Oberösterreich-Auswahl, die ganz klar mit 1:7 verloren hat. Und noch die nächste Runde des ÖFB Samsung Cup, das Achtelfinale, dann sehen Sie bei uns live, entweder am 28. oder 29. Oktober. Florian Kainz auf Petzos. Hofmann zurück auf Dibon, dem Kapitän.
der Pass ist verhungert. Keins hat das schnell überrissen und bekommt hier den Freistoß. Ja, da erwischt Hasselgruber seinen Gegenspieler, aber auch den Ball. Wie auch immer, Jäger entscheidet auf Freistoß. Eine Angelegenheit für Petzos. Zwei-Mann-Mauer hat Wallanschlussmann Tandic bestellt. Also die gefährlichste Aktion war ein Petzos-Freistoß davor. Schauen wir, was jetzt rauskommt. Ja, Wallan kann sich aus dieser Situation befreien. Pavelic hat nach einer Verletzung seinen Stammplatz an Stangl verloren. Zuletzt in der Meisterschaft. So, wieder Foulspiel von Prosenik. Im Duell mit Abraham. Ja, 14 Mal hat Rapid den Cup bereits gewonnen, aber das letzte Mal ist schon ein paar Tage her. Das war 1995, da haben sich die Hütteldorfer im Finale gegen DSV Leoben durchgesetzt. Also fast 20 Jahre ist der letzte Cup-Triumph der Grün-Weißen her. Damals mit dabei begrenzt der heutige Trainer Zoran Barisic. Missverständnis zwischen Schaub und Petzos. Hasselgruber wieder zurück auf Voriszek. Tandic. Er bekommt einiges zu tun, Tandic, aber von den eigenen Leuten, die ihn immer wieder mit Rückpässen einsetzen. Er war der Held in der ersten Cup-Runde gegen St. Florian, hat in der regulären Spielzeit einen Elfer gehalten und auch im Elfmeterschießen einen gehalten und dann als Draufgabe noch den letzten selbst verwertet und somit quasi im Alleingang den SV Wallern zum ersten Mal in die zweite Cup-Runde gebracht. Der Torhüter Tandic. Hofmann, Petzos. Jetzt vielleicht eine Möglichkeit, wieder Fährschall zurück auf Prosenik und es steht 1:0 für Rapid. 29. Spielminute, Philipp Prosenik netzt ein. Sehr zur Freude natürlich der Hütteldorfer Bank. Also da hat er seinen ersten Treffer für die Kampfmannschaft. Es war eine schöne Aktion. Über Petzos, dann Schaub. Wieder mal ein Fairschall, diesmal von Petzos. Schaub dann sehr gut gesehen. Prosenik und der schiebt eiskalt ein. Sehr schöne Aktion. Der Barisic 11. 1:0 für Rapid nach 29 Minuten. Und das erleichtert natürlich die Aufgabe für den Rekordmeister hier. Also eine halbe Stunde lang konnten die Oberösterreicher die Null halten. Hier haben wir den Präsidenten Manfred Zauner, bekennender Rapid-Fan, oder? Das ist eigentlich untertrieben. Der Präsident vom SV Wallern. Seit 24 Jahren hat er eine VIP-Club-Karte bei den Hütteldorfern. Ja, wie reagieren jetzt die Oberösterreicher? Zeigt dieser Gegentreffer Wirkung.
guter Ball auf Schobesberger. Der sieht, dass Dandic ein bisschen weiter vor dem Tor gestanden ist. Schön auf Petzos. Der wollte wieder Rosenig einsetzen. Thanos Petzos. Der natürlich wieder um ein Stammleiberl kämpft. Nur was nicht er selber versucht hat sogar. Thanos Petzos. Von Kräuter Fürth gekommen letztes Jahr. Schrammel setzt sich ja schön durch gegen Kirschner. Ja, das letzte Abspiel, der letzte Pass, der klappt bei Rapid, außer natürlich bei dem schön herausgespielten Treffer. Der klappt noch nicht immer hier in dieser Partie. Sehr viele Abstimmungsprobleme. Kann zufrieden sein mit dem Ergebnis bisher, Zoran Barisic. Letztes Jahr war er im Cup ja schon in der ersten Runde gegen den damaligen Regionalligisten Lask Endstation. So, jetzt vielleicht der SV Wallern. Die Reingabe findet keinen Abnehmer und es gibt Abstoß für Rapid. Rosenig, schön angenommen hat er jetzt diesen Ball. Das Pavelic hängen geblieben. Von Kirschner direkt ins Aus. Unangenehm natürlich dieser Ball für Graubart. Hofmann. Duell mit Schrammel. Ja, den letzten Finaleinzug im Cup schaffte Rapid im Jahr 2005 im Meisterjahr. Damals verpassten dann die Hütteldorfer gegen die Austria die große Chance aufs Double. Kirschner hat auch lange Zeit in Spanien gespielt, in der B-Mannschaft von Hercules Alicante, Dominik Kirschner. In der Offensiv war noch nicht viel los beim SV Wallern.
Haselgruber. Spielverlagerung auf der rechten Seite. Karlinger gegen Keins. Abraham. Na, schlecht mitgenommen hier Mono aus dem Ball und außerdem gibt es Freistoß für Rapid. Klares Foul an Krahovac. Hofmann, der hat heute vor einer Woche gegen Neustadt sein erstes Tor für Rapid gemacht in der Bundesliga. Ein 5:1 kann das. Setzt vielleicht ein wenig Platz für die Oberösterreicher, aber so funktioniert es nicht. Pavelic, ah, seine Reingabe direkt auf Dandic, wäre mehr drin gewesen. Handspiel entscheidet Christopher Jäger. Gibt Freistoß für Waller. Rapid hält den Ball gut in den eigenen Reihen. Hofmann. Aber die Oberösterreicher lassen sich nicht herauslocken vom eigenen 16er. Verbarrikadieren das eigene Tor. So viel jetzt von Abraham. Haselgruber humorlos auf Munoz. So, vielleicht jetzt eine Offensivaktion der Oberösterreicher. Krawatz Foulspiel an Abraham. Markovic, Mim hat man bis jetzt auch noch nicht viel gesehen vom torgefährlichsten Spieler der Oberösterreicher. Hat die Hälfte aller Meisterschaftstore erzielt. Sinisa Markovic. So, wieder zurück auf Dandic der Ball. Und wieder ein Rückpass, also der hat wirklich einiges zu tun. Hofmann, ja, für die Rapid-Verteidigung momentan ein lockerer Arbeitstag, denn da ist nur Munoz ganz alleine und der bekommt keine brauchbaren Bälle. Haselgruber kann den Ball nur ins Out spielen, Keins wartet auf Schrammel im Einwurf. Ja, die Bilanz von Rapid hier in diesem Stadion ist eigentlich eher bescheiden, nur zweimal konnte Rapid hier gewinnen. Es gab 7 Niederlagen gegen Pasching damals natürlich und ein Remis.
1, wer hilft ihm? Babilic, ja, von Runde 2 bis 6 war er Stammspieler, dann hat ihn eine Hüftprellung außer Gefecht gesetzt. Jetzt aber wieder topfit und er wird am Sonntag gegen Salzburg auch spielen. Wird wohl Schrammel ersetzen, der eben gesperrt ist. Zieht die Bälle jetzt aus der Mitte, Voriszek, jetzt vielleicht eine Kontermöglichkeit. Ja, vielleicht kann Wallan den Ball jetzt ein bisschen in den eigenen reinhalten, um ein bisschen Ruhe in das Spiel zu bekommen. Ja, so klappt es nicht. Der Ball direkt auf Babilic. Schaub, gutes Zuspiel auf Kainz. Ist halt Ballglück, noch immer Kainz. Was sein Pass dann zu ungenau, gedacht auf Babilic, oh, nochmal Kainz. Zusammenspiel mit Krahovac. Und somit können sich die Oberösterreicher wieder formieren in der Abwehr. Dibon geht mal mit vor. Der Kapitän, so Prosini kommt nicht zum Kopfball. Fehlpass von Babilic. Ja, in diesen Pässen fehlt noch die Justierung. Alles wird so unpräzise hier, was Wallan zeigt. Aber natürlich sein Klassenunterschied zu sehen. Prosinek, Riesenchance, aber abseits entschieden. Tor hat er bereits erzielt, jetzt fast das zweite, aber zurückgepfiffen von Schiri Jäger. Ja, das war eine falsche Entscheidung. Falsche Entscheidung ohne Folgen, denn Prosinek hat das Tor nicht gemacht. Bandic hat lange gewartet, ist nicht gleich zu Boden gegangen. Moreschek. Noch hat er nichts zeigen können heute. Vielleicht geht es jetzt über einen ruhigen Ball. Maric hat das jetzt überhaupt nichts zu tun gehabt. Kirschner beim Freistoß. Kurz vor der Pause noch einmal eine interessante Möglichkeit vielleicht für die Oberösterreicher. Ja, Jäger sorgt hier für Ruhe im Strafraum. Kirschner. Aber da ist Danicic nicht zum Kopfball gekommen. Lang wie möglich schauen, dass es da nur 1:0 steht für Rapid und dann vielleicht am Ende eine Schlussoffensive starten. Das wäre der Plan der Oberösterreicher. Munoz, und das ist der erste Schuss, den hier Maric. Dibon.
sieht so aus, als würden jetzt die Oberösterreicher mit zwei Spitzen spielen. Aber es gibt den nächsten Eckball für Rapid. Also doch ein wenig offensiver, zumindest was die Aufstellung angeht, ist die Mannschaft von Harald Schneidner. Foul entschieden von Schiedsrichter Jäger. Posinik, der Torschütze. Zum 1:0, noch einmal, ja, hilft sich immer wieder ein bisschen mit den Händen, Philipp Rosenig. Grauwart im Zweikampf mit Markovic. Schaub den Ball ein wenig zu weit vorgelegt. Schaub, seine drei Tore gegen Helsinki, die waren zu wenig in der Europa League Qualifikation. Aber an diesem Out in der Europa League Qualifikation ist Rapid nicht zerbrochen. Im Gegenteil, zuletzt gab es eben drei Siege in Folge in der Meisterschaft. So. Schwerer Fehler von Pavelic, direkt auf Kirschner. Dieser Einwurf, also Blackout vom Rapid-Verteidiger. Abraham. Und so genau das Zuspiel von Kirschner, Petzos. Dandic. Kommt gerade noch vor Kainz an den Ball. Es ist nicht wunder, warum Dandic hier mit einem Lask-Dress spielt. Er hat zuerst ein blaues Trikot angehabt, das hat er ausziehen müssen. Schiri Jäger hat es nicht erlaubt und jetzt spielt er mit einem Lask-Tormann-Dress, Lask-Kooperation, Pasching. Ein Spiel für den SV Waller. Also die Oberösterreicher halten hier zusammen. Dibon. Jetzt hat er gut aufgepasst, Pavelic diesmal. Dibon. Petzos. Fehlpass vom Griechen. Hoffmann auf Kainz. Der wollte das Spiel schnell machen jetzt. Pavelic. Schobesberger. Dandic, der wirkt nicht immer ganz sicher bei den Abschlägen. Gut aufgepasst von Pavelic, schön gemacht. Aber dann der Fehlpass auf Prosenik. Dibon hier kompromisslos. Es gibt Freistoß für Rapid. Heidacher liegt hier angeschlagen. Und jetzt hat es auch Jäger mitbekommen, dass hier Heidacher verletzt am Boden liegt. Nach dem Zweikampf hier mit Dibon.
und dürfte einen Schlag abbekommen haben. Sich das linke Knie, aber ich glaube, es wird weitergehen trotzdem für Heidacher. Jetzt gibt es ein Spray und dann wird es weitergehen für den Oberösterreicher. Krawatz auf die Bonn. Die Oberösterreicher lassen sich nicht herauslocken, attackieren noch gar nicht, wenn Rapid hier den Ball in den eigenen Reihen laufen lässt. Gibt kein Vorchecking. Sie spielen noch abwartend. Und das Wichtigste aus der Welt des Sports haben wir auf ATV natürlich täglich für Sie. Die Zeiten haben Sie unten eingeblendet. Morgen natürlich auch einen Nachbericht hier zu diesem Cup-Spiel. Pavelic schlecht angenommen. Schaub, gute Seitenverlagerung jetzt auf Florian Kainz. Aber der bleibt hier hängen, sein Zuspiel kommt nicht an. Gibt den nächsten Eckball für die Mannschaft von Zoran Barisic. Ich habe schon erwähnt, nach Standards Rapid in der Liga sehr ungefährlich. Erst zwei Treffer. Schauen wir, was jetzt drin ist. Bezos. Hat als letzter Mann jetzt abgesichert. Maric, dass ihm nicht kalt wird, bekommt aber was zu tun jetzt. Bei dem Rückpass Dibon auf Brosenik. Der nächste Fehlpass, das ist rausbringen von Bezos. Heidacher, aber der Ball ist zu weit für ihn. Ja, ein Gschneidner zeigt es an. Bisschen mehr mitgehen. Soll seine Mannschaft hier ein wenig offensiver werden. Wo sobald ein Ball vorgeschlagen wird, auf dem Ball steht drauf, viel Glück für die Stürmer und das war's dann. Kein Nachdruck da bei den Oberösterreichern. Schaub. Er kann sich da nicht durchsetzen. Louis Schaub. Aber diese Zuspiele im Konteransatz, die sind einfach zu ungenau. Daran hapert es im Spiel der Oberösterreicher. Gegen Pavelic. Foul entschieden vom Schiri Jäger hier im Zweikampf mit dem Rapid Außenverteidiger.
Ein bisschen zu ungestüm hier. Und jetzt gibt es den nächsten ruhenden Ball für die Hütteldorfer. Aussichtsreiche Freistoßposition für die Rapidler. Diesmal wird es gleich Florian Kein selbst machen, also nicht Bezos, oder? Na, da ist er schon. Bezos lässt sich keinen runden Ball entgehen, der Grieche. So, 57 Minuten gespielt. Nächste interessante Freistoßmöglichkeit für die Rapidler. Direkt auf den Kopf von Voracek. Kirschner, was fällt ihm ein? Gegen drei Rapidler ganz alleine. Direkt auf Rapid-Schlussmann Maric. Von Abraham an Schobesberger. Abraham damit gar nicht einverstanden mit dieser Entscheidung. Schobesberger, der sich vor eineinhalb Jahren mit seinen Flügelläufen im Dress von Pasching damals gegen Rapid empfohlen hat. Seitdem ist er auf dem Zettel der Hütteldorfer gestanden. So, schauen wir, was jetzt rauskommt. Schaub. Wieder Voracek, der hier klären kann. Keins. Und seine Schnelligkeit aus. Einen Eckball hat er herausholen können. Alexander Bauer. Ja, lockerer Arbeitstag für Maric momentan, aber das ist meistens für den Tormann gar nicht so leicht, wenn er plötzlich dann gefordert ist. Bis jetzt war das noch nicht der Fall, aber unser Experte Jürgen Macher wird das sicher bestätigen, wenn man lang nichts zu tun hat und dann plötzlich da sein muss. Auf Pavelic. Wieder mit einem Fehlpass. So, jetzt mal gut laufen gelassen, den Ball hier, die Oberösterreicher, aber das war dann wieder zu weit, dieses Zuspiel. Gedacht für Bauer. Eine Stunde gespielt, Rapid führt eben mit 1:0 und noch ist alles möglich für Wallern, aber da muss, wiederhole mich, offensiv irgendwie mehr möglich sein noch. Sonst spielt Rapid hier das 1:0 trocken nach Hause in den 14. Bezirk. Den ersten Eckball für die Oberösterreicher. Ja.
Markovic. Aber keine Gefahr für das Tor von Maric. Ja, Wallan-Verteidiger Haselgruber hat es in der Pause gesagt. Irgendwie vielleicht durch eine Standardsituation kann uns ein Tor gelingen. Darauf hofft die Mannschaft von Harald Schneidner. Pavelic. Auf Schobisberger. Gedacht für Philipp Rosenig. Ja, gut aufgepasst von Haselgruber. Die Rapid-Fans sorgen hier für gute Stimmung. 2500 Zuschauer haben den Weg hier ins Baschinger Waldstadion gefunden. Keins nimmt den Ball Wolle mit viel Selbstvertrauen. Kirschner gegen Schrammel. Kommt aber nicht vorbei. Harter Zweikampf. Gibt die gelbe Karte für Jakob Karlinger gegen Krauwarz. Ist er hier sehr hart reingegangen. Schauen wir noch einmal. Ist die erste gelbe Karte. Ja, da erwischt er ihn, Jakob Karlinger. Also. Die erste Verwarnung in dieser Partie. Also man sieht, sehr fair geführtes Match. Was man eigentlich nicht so erwarten kann, wenn ein Underdog im Cup spielt. Der mit allen Mitteln eigentlich versucht hier zum Erfolg zu kommen. So, jetzt Abraham. Kirschner. Elegant auf Markovic, aber da hat Petzos gut aufgepasst und versucht sofort Rosenig einzusetzen. Tandic ist da. Check zurück auf seinen Tormann Tandic. Direkt auf Petzos. Roberts bleibt hängen, Ball kommt zu Schaub. Jetzt Schobesberger. Hat ein bisschen am Platz jetzt, noch immer Schobesberger. Ja, da hat er jetzt einfach zu lange gewartet. Einser Übersteiger und schon ist der Ball im Tor aus. Eckball gibt es jetzt für Rapid. Sechster Corner für die Hütteldorfer, den jetzt Luis Schaub ausführen wird. Wieder Boryschek per Kopf, der klärt einige ruhende Bälle von Rapid. So, Maric. Ja, Rapid hat Zeit mit dem 1:0 im Rücken. Aber es ist auch irgendwie ein gefährlicher Spielstand. Auch wenn Wallan offensiv bis jetzt nichts im Angebot hat, aber
Noch ist alles möglich für den Regionalligisten. Bauer hat es überhastet, sein Zuspiel. So kann es nicht klappen. Aber natürlich, man kann Wallern keinen Vorwurf machen hier. Das ist eine Mannschaft aus der Regionalliga, die dort eher gegen den Abstieg spielt und sich alles in allem gut verkauft hier gegen den Rekordmeister. Voriszek zurück auf Dandic. Ja, und Zoran Barasic wird gleich einen Doppeltausch vornehmen. Ich sehe, Hoffmann und Schwab machen sich bereit für die Einwechslung. Da haben wir den Ex-Admiraner Schwab. Kommt für Grauwart in die Partie. Ja, und auch für Florian Kainz ist diese zweite Cup-Runde beendet. Hat viel gearbeitet, Florian Kainz, auf der linken Seite. Und für ihn kommt Steffen Hoffmann, die Seele des Rapid-Spiels. Beim Spiel die Nummer 8 Stefan Schwab und die Nummer 11 Steffen Hoffmann. Die Nummer 3 die Nummer 4. Und da kommt er gleich zum Einsatz. Steffen Hoffmann. Möglichkeit für Rapid. Maximilian Hoffmann war das mit dem Kopfball. Herdacher liegt wieder angeschlagen am Boden, der bekommt einiges ab heute. Vorher war es das Knie. Bekommt er den Arm seines Gegenspielers, bekommt den Arm von Hoffmann hier ein bisschen am Kopf. Pavilic. Ja, Schlampigkeit jetzt von Tibor. Und die Oberösterreicher rücken jetzt langsam so 20 Minuten Verschluss ein wenig aus der eigenen Hälfte. Ich möchte nicht vom Pressing sprechen, aber die Mannschaft von Harald Schneidner beginnt jetzt früher zu attackieren, sagen wir so. Schwieriger Ball für Abraham. Hoffmann. Wird gefoult von Fatih Akin.
Kolzos nimmt die Bohnen mit. Tibun hat übrigens die Kapitänsschleife nicht abgegeben bisher an Steffen Hoffmann. Schwab. Petzos, ja, wo ist jetzt die Lücke in der oberösterreichischen Abwehr? So richtig Großchancen hat sich Rapid hier nicht rausspielen können. So, jetzt reicht Schwab, der versucht es alleine. Gut aufgepasst von Dandic, ist hier vor Prosenik am Ball gewesen. Schulzberger, Prosenik und Dandic passt auf. Jetzt die erste so richtige Chance in der zweiten Hälfte, in den zweiten 45 Minuten. Schöne Vorarbeit und Prosenik. Bisschen zu unplatziert. Sein Kopfball. So, Steffen Hoffmann sucht den Ball. Der ist weg. Keine Ballbuben hier zur Stelle. So, Hoffmann jetzt. Mit dem Eckball. Schulzberger wieder Hoffmann. Nächste gute Möglichkeit, diesmal für Stefan Schwab. Gute Reingabe von Steffen Hoffmann und Schwab kann den Kopfball nicht wirklich platzieren. Schwab, ja, ein großer Fan der italienischen Serie A, hier mit einem Ball. Träumt davon, irgendwann mal in Italien zu spielen. Schwab. So, ein bisschen Platz jetzt für Louis Schaub. Nimmt Pavelic mit, Hoffmann. Ja, seit der Einwechslung von Steffen Hoffmann ist Rapid wieder um einiges gefährlicher geworden im Offensivspiel. Variabler. Murischik ist mit vorgegangen jetzt vorher. Abraham verliert den Ball gegen Schwab. Hoffmann. Rapid-Fans klatschen die letzte Viertelstunde ein, die Rapid-Viertelstunde. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt keine heiße letzte Viertelstunde wird, die Rapid-Fans. Aber dazu müssen die Oberösterreicher, muss die Mannschaft von Harald Schneidner jetzt offensiver werden. Kirschner gegen Dibon. Na, da ist er chancenlos momentan. Gegen den Innenverteidiger von Rapid. Andic wieder ganz sicher. Schusskampf von Schwab.
Schaub. Ja, war der Assistent im Weg. Ja, was ist noch drin für Wallern? Es ist nur ein Tor. Dann wäre wieder alles offen hier. Morischek. Markovic. Markovic, wie gesagt, treffsicher in der Meisterschaft, aber momentan hat er hier in diesem Spiel noch keine einzige Torchance gehabt. Dibon hat alles fest im Griff. Zweikampf mit Abraham. So, jetzt kommt es zum nächsten Wechsel bei der Mannschaft von Halkschneid. Na, Kaldinger geht aus dem Spiel und Stadelbauer neu in der Partie, soll also jetzt auch für Offensivakzente setzen. So, Philipp Hosseini kommt jetzt zur nächsten Tormöglichkeit. Dandic hat einmal gut aufgepasst. Ja, da wäre mehr möglich gewesen. Ja, Dandic macht eine gute Partie. Der Elferheld aus dem St. Florian-Spiel der ersten Cup-Runde trennt hier Prosenik fair vom Ball. Kontermöglichkeit. Kirschner erwischt den Ball noch vor der Outlinie. Kirschner gegen Pavelic. Zieht ab. Keine Gefahr für das Tor von Maric. So, und jetzt ist auch das Spiel für Philipp Rosenik, den Torschützen, vielleicht den Gold-Torschützen, vorbei. Und jetzt kommt der etatmäßige Stürmer Robert Beric. 4 Tore in den letzten beiden Spielen. Zweimal gegen den Neustadt hat er zugeschlagen und am Samstag hat dann der WRC unter ihm gelitten. Und jetzt erhofft sich Barisic, dass er hier das 2:0 und somit 2:0 erzielt und somit alles klar macht. Hofmann. Das ist gleich mal Robert Beric. Bisschen zu weit seine Reingabe gedacht hier für Schaub. Pavelic. Also jetzt quasi die erste Garnitur von Rapid am Feld. Hofmann. Schau mal, zurück auf Petzos. Der sucht eine Anspielstation, wieder zurück auf Schrammel, der viel unterwegs ist. Schobesberger. Beric.
Wieder auf Schobesberger und Dandic ist zur Stelle. Ja, 8 Minuten geht es noch in der regulären Spielzeit. In dieser zweiten Cup-Runde Beric. Schwab auf Schobesberger. Nächste Möglichkeit für die Rapidler. Parisic, er kann zufrieden sein mit dem Ergebnis momentan. Schneidt natürlich eigentlich auch. Ein 0:1 gegen Rapid ist keine Schande, natürlich nicht. Maric, humorlos schießt er den Ball aus dem Stadion. Kirschner wollte es ganz schnell machen jetzt auf Heidacher. Hofmann auf Schwab. Ah, der wollte zurücklegen auf Robert Beric. Ja, Maximilian Hofmann bekommt das Foul gegen sich. Freistoß für die Oberösterreicher. Nochmal die Aktion von vorhin. Schwab. Und wieder hat Voriszek sehr gut aufgepasst, der Ruhepol in der Defensive des Regionalligisten. So, wird Wallan jetzt in der Schlussphase mutiger? Es muss fast so werden. Herr Dacher. Aber so wie ich es eingangs der zweiten Hälfte gesagt habe, Wallan wird lange noch defensiv stehen und dann erst ganz am Ende aufmachen. Und jetzt sieht es vielleicht ganz danach aus, aber das gibt ja natürlich sehr gute Kontermöglichkeiten und viel Raum und Platz für die Rapid-Offensive, für Robert Beric. Markovic bekommt den Freistoß. Jörn Gschneidner, der Trainer vom SV Wallan an der Seitenauslinie, zeigt seinen Spielern hier jetzt nach vor. Will jetzt die Schlussoffensive sehen, aber mit solchen Fehlpässen geht das nicht.
Gibt Freistoß für Rapid, Schobesberger. Ein Missverständnis jetzt bei den Rapidlern. Was gehen soll für die Oberösterreicher, für den SV Wallern, muss der Ball jetzt irgendwie genauso mit hohen Bällen irgendwie in die Spitze kommen. Markovic. Immer Markovic. Na, der letzte Pass, der kommt nicht an. Meistens auch der vorletzte nicht. Also sehr viele ungenaue Pässe der Oberösterreicher. Damit machen sie sich das Leben selbst oft schwer. Da der nächste Fehlpass. Ja, momentan sieht es danach aus, als würde Rapid hier das ganz trocken nach Hause spielen. Das ist knappe 1:0. Schaub. Keine Gefahr aber für das Tor von Dandic. Schrammel, es gibt Einwurf für Wallern. Markovic. Abseits. Abseits von Bauer. Ja, 3 Minuten höre ich gerade, werden nachgespielt. 3 Minuten lebt der Traum vom SV Wallern noch von der dritten Cup-Runde, vom Achtelfinale. Abseitsentscheidung war richtig. Auf Hofmann. So, jetzt vielleicht noch eine Kontermöglichkeit. Kirschner. Aber es bleibt dabei. Der SV Wallern hat keine einzige Tormöglichkeit gehabt. Keine einzige wirkliche Tormöglichkeit. Vielleicht der Ball von Kirschner. Vor einigen Minuten. Aber sonst gab es keine einzige ernsthafte Tormöglichkeit. Schon im Ansatz unterbunden. Eine Offensivaktion der Oberösterreicher. Hofmann. Schönes Zuspiel auf Bezos. Und es gibt noch mal einen Freistoß für Rapid aus einer aussichtsreichen Position. Nach dem Foul an Schobesberger. Morischek hatte ihn zu Fall gebracht. Der Ex-Rapidler. So, gute Möglichkeit jetzt für Rapid hier alles klar zu machen, wobei es geht nur eine Minute.
Steffen Hofmann und Petzos beim Ball. Noch Schwab. Hofmann. Schubfall auf Beric. Einstudierte Variante. Ist aber verunglückt. So, jetzt sicherlich die letzte Möglichkeit, aber da ist sie auch schon wieder vorbei. Voreshek. Gut aufgepasst vor Beric. Der Ex-Teamspieler Tschechiens. Drei Kurzeinsätze hat er damals unter Karel Brückner gehabt. Peter Voreshek. So, und in 10 Sekunden ist diese Partie, diese zweite Cup-Runde vorbei. Los geht's, Rapid ganz in grün in dieser ersten Spielhälfte von links nach rechts. Steigt am höchsten, aber das war ein Foulspiel des Brasilianers an Dominik Widra. Bei diesem Abschlag hat man jetzt auch schon gesehen, dass sich da ein paar Spieler die Hand vor die Augen gehalten haben. Also die Sonne steht da tief, wo sie noch aufs Spielfeld fällt. Das könnte vor allem für Jan Novota im Rapid-Tor jetzt ein Problem werden. Denn der schaut eben genau in die Sonne. In diesem Fall war es natürlich Pech für Rapid, dass Jonathan Soriano die Seitenwahl gewonnen hat. Und dementsprechend spielt Rapid jetzt also mal gegen die Sonne. Florian Kainz erstmals unterwegs in Richtung Strafraum. Die Bonn und Einwurf für Rapid. Der Salzburger beim Herausspielen und daraus resultiert dann dieser Freistoß. Ein Foulspiel an Stefan Schwab. Gute Gelegenheit für Rapita erstmals für Gefahr zu sorgen. Klares Foulspiel von Nabi Keita, der da zu spät kommt. Und das ist natürlich ein Fall für den Kapitän. Steffen Hofmann. Keita köpfelt den Ball raus. Keine Gefahr von Rapid bei diesem Freistoß. Das ist nichts Neues in dieser Saison. Bei Standards strahlen die Grün-Weißen nicht viel Gefahr aus. Erst 2 Tore hat Rapid in den ersten 9 Runden aus Standardsituationen erzielen können. Soriano. Und Kevin Campbell. Fair gestoppt. Hier sehen wir noch einmal den Zweikampf mit Stefan Stangl. Das Spiel wird mit einem Einwurf für die Salzburger fortgesetzt. Und Stangl, also wieder die Besetzung bei Rapid am linken Flügel, und Florian Kainz spielt auf seiner Seite gegen Valentino Lazaro. Diese Duelle mit den Außenverteidigern sind natürlich interessant auf beiden Seiten. Kainz gegen Lazaro auf der
der anderen Seite Schaub gegen Schmitz. Natürlich werden die Offensivspieler da auch die Seiten tauschen. Aber das wären jetzt mal die Pärchen in der Grundformation. Keita hat den Ball da zuletzt gespielt, wurde aber anscheinend noch abgefälscht, denn es gibt Einwurf für Salzburg. Stefan Stangl da auch etwas verwundert. Zoran Barisic regt das nicht besonders auf. So, jetzt mal Sabitzer. Foulspiel an Marcel Sabitzer, der hier natürlich nicht besonders freundlich empfangen wird von den Rapid-Fans. Das war im Vorfeld schon absehbar. Tja, und das war jetzt, glaube ich, eine Schwalbe. Steigert seinen Beliebtheitsgrad natürlich nicht unbedingt. Soriano führt den Freistoß für die Salzburger aus, kommt aber nicht über die Mauer drüber. Torschuss hier in den ersten 5 Minuten. Salzburg vielleicht etwas zurückhaltender, als man das von den Bullen gewohnt ist. Die Ersatzbank von Rapid ist prall gefüllt, im Gegensatz zu jener der Salzburger. Bei Rapid gibt es ja jetzt auch nicht so viele Personalprobleme, schon ein paar Ausfälle, Langzeit. Achtung, jetzt Lazaro! Das war mal richtig gefährlich. Valentino Lazaro marschiert da bis in den Strafraum rein. Und dann gibt es keinen Abnehmer für seinen Querpass, den Nobota noch abfälscht. Und da hat Rapid sogar Glück, dass hier Mario Pavelic der Ball da nicht im eigenen Tor landet. Kurze Variante von Leitgeb bei der Ecke. Der bringt jetzt die Flanke. Kopfballmöglichkeit für Salzburg, aber das war schon abgepfiffen. Trotzdem gibt's Applaus von Adi Hütter. Also ein Abseits war es nicht. Hier, Foulspiel. Stürmerfoul von Ilsanker gegen Sonnleitner. Das hat René Eisner abgepfiffen. Bei den Salzburgern aufgrund der vielen Ausfälle heute nur 5 Spieler auf der Ersatzbank. Und das sind mit Walke und Bruno eigentlich nur 2, die auch vor der Saison so für die Profis vorgesehen gewesen wären. Leimer, Quaschner und Cialetta Zar von Liefering müssen da schon die Lücken füllen. Also große Alternativen hat Adi Hütter jetzt nicht mehr. Abseitsstellung von Robert Beric. Und das war auch korrekt gesehen vom ersten Assistenten von Roland Brandner. Bei Salzburg geht es wieder über Lazaro. Für Alan. Leitgeb.
Salzburg versucht es durchs Zentrum, da gibt es kein Durchkommen. Keter. Soriano für Alan. Salzburg bleibt am Ball. Soriano sucht dann den Abschluss. Und jetzt gibt es Platz, gäbe Platz für einen Gegenstoß bei Rapid. Der ist aber nicht wirklich zustande gekommen. Wieder Soriano. Sabitzer wird vom Ball getrennt. Langer Ball von Sonnleitner, den hat Ramaglio abgefangen. Pavelic. Einwurf für Salzburg, lautet die Entscheidung der Schiedsrichter. Benno Schmitz kommt aus der Jugend des FC Bayern und den haben die Salzburger vor der Saison auch dann von der Amateurmannschaft der Münchner geholt. Spielt beim FC Liefering eigentlich rechter Verteidiger, aber kann auch links spielen. Adi Hütter hat es ja auch vor der Partie schon gesagt. Er hat diese Position auch schon gespielt im Liefering. Und da soll es eigentlich kein Problem geben. Eckball für Rapid. Der erste in diesem Spiel nach 11 Minuten. Rapid ist hier in den ersten 11 Minuten ohne Torschuss geblieben. Das sagt uns die Statistik. Auf der anderen Seite gab es einen Torschuss von Salzburg. So, das ist insgesamt noch ausbaufähig. Ecke von Louis Schaub, leichte Beute allerdings für Peter Gulacsi. Keins. Stange kommt nach vor, aber der Ball kommt nicht zu ihm. Jetzt darf er zumindest einwerfen. Leitgeb. Kampel im Abseits. Assistent Robert Steinacher hat es angezeigt und die Entscheidung war auch korrekt. Knapp, aber Kampel war da einen Tick vorne. Das ist aus Rapid-Sicht natürlich nicht gut, was Christopher Dibon da macht. Solche Ballverluste können gegen Salzburg tödlich sein. Sabitzer verliert den Ball. Ein Salzburger, nämlich Alan, noch angeschlagen. Steht aber zumindest wieder. Und die Partie läuft auch weiter. Rapid. Ja, da lief der Ball an und für sich ganz gut. Schon wieder so eine Aktion. Vorhin war es Dibon, jetzt Stangl. Und Kampel ärgert sich, dass er den Ball da nicht unter Kontrolle bringen konnte. Zoran Barisic an der Linie treiben solche Aktionen natürlich die Schweißperlen auf die Stirn. Pavelic gegen Sabitzer, das war kein Foul. Deshalb gibt es Einwurf für Rapid.
René Eisner unterbricht die Partie. Johnny Soriano war da am Boden geblieben nach einem Zweikampf. Ein Foulpfiff von René Eisner hat es hier nicht gegeben. Das war der Ellbogen von Pavelic. Und dann gab es auch noch den Eisenbahner hinten nach. Hätte man auch einen Foul pfeifen können. Der Ball kommt mal durch zu Peric, der ist nicht im Abseits. Robert Peric im Strafraum und dann verhindert Ramaglio den Querpass. Rapid nähert sich dem Tor von Peter Kulacsi an. Es wäre auch mal Zeit für einen ersten Torschuss. Die Anfangsviertelstunde haben wir schon hinter uns. Die Ecke kommt jetzt von Steffen Hofmann. Zweiter Eckball in diesem Spiel. Er war besser als der erste. Kulacsi hat dann Probleme, den Ball da zu bändigen oder zumindest aus der Gefahrenzone zu bringen. Gut angeschnitten von Steffen Hofmann und dann räumt Peter Kulacsi da alles ab, was im Weg steht. Das waren in diesem Fall Sonnleitner und Soriano. Also die Mitspieler haben es da nicht besser als die Gegenspieler.